Wir gehen wieder rein. Wir sind wieder am Start. Escape from Tarkov. Nachdem ich so ein paar Runden Arena gezockt habe, muss ich mal wieder zurück. Back to the roots. So. Ein Loadout, ne, MDR. Klassiker. Ich muss die Jägerquest machen übrigens. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht mehr auf Ground Zero bin. Könnte daran liegen. Eigentlich müsste ich hoch ins Lager, oder? Wenn ich schon hier bin. Ist das hier überhaupt schon? Ich wollte gerade wieder mit F looten, ey. Das ist so. Man darf eigentlich die Spiele nicht abwechselnd spielen, Arena und Tarkov, ey. Man bringt sich dann nur selbst durcheinander. Waffenslots. Ich weiß gar nicht, bringen die was im PvE-Modus, wenn man die verkauft? Kohletechnisch. Boah, für die Quest so viel Sachen, ne? Nicht tragen. Schade. Das Nahkampfwaffe geht auch nicht, ne? Ja, wäre ein netter Anfang gewesen, glaube ich. Hätte ich nicht nein gesagt. Leber stark brauche ich. I hear you knocking. Brauche ich für die Quest. Ich gehe wieder nach Norden zum Berg.
richtige Kiste gelootet. Ich weiß, da oben gibt es eine M4, aber ich traue mich da jetzt gerade gar nicht hin. Ich muss zum Jägerlager. Das ist noch eine ganze Ecke, glaube ich, ne? Na Juti, wo kann ich nachher eigentlich raus? Oh, ein Roadblock, das hilft mir weiter. Ich hoffe, der Sniper ist nicht da. Bin ich einigermaßen richtig vom Weg? Ich glaube, ne? Auf Woods verlaufen wir uns ja gerne mal da und da. Hol den Sniperberg. Scheiße, er ist da. Oh, fuck. Haben wir den getroffen? Da hat er sich nur hingelegt. Oder ist er abgesegelt? Also, meinen fetten Respekt in den Chat, wenn ich den da runtergeschossen habe gerade. Aber ich bin mir unsicher, ob der wirklich tot ist. Oder ob der nur doof also ob er sich hingelegt hat. Ich bin wohl. Granata.
Die kann ich verkaufen. Auch Kohle. Scheiße, ich habe ein Magazin weggeschmissen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Das Item. Ich weiß es. Oh, Leck. Performance, ne? Da will mein Tag auf echt eine Chance geben und liebt dieses Spiel. Aber dieses Spiel liebt einen nicht. Leider die Taschen schon voll. Jetzt würde ich mich auch eher noch für da hinten interessieren, fürs Military. Aber soll ich euch sagen. Das macht für mich jetzt keinen Sinn.
frage mich, ob diese kleinen Lexas damit zu tun haben, wenn Spieler, aka Scavs, Scav-Player, PMCs, whatever, spawn, also, oder ob das dann einfach mit der Unity-Engine nicht anders funktioniert, oder die es halt nicht anders programmiert bekommen, dass du diese Ruckler-Wackler dann drin hast. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben Jäger freigeschaltet. Stark. Und wir haben gut Loot mit nach Hause geschleppt. Zwei Skeffis. PMCs wären auch nice gewesen, ne? Aber mit zwei. Ne, dann habe ich den Sniper nicht erwischt. Dann habe ich den echt nicht erwischt. So ist krank. Pferde will das Futter haben, alles klar. Jetzt gibt es auch Dailies, okay. Sehr spannend. First Aid Kits, da haben wir. Das erste Salet war schon mal abgegeben. Gut. Für die, die noch Lust haben, gehen wir noch eine schnelle Loot-Runde in Factory rein. Allerdings müssen wir gucken, wie lange die Ladezeit ist. Ich würde sagen, ich mache kurz ein Aufnahmepäuschen, damit wir hier nicht skippen müssen. Ne? Bis gleich. Wir gehen wieder rein. Weiter geht's. Eine tolle Startausrüstung für eine Factory-Runde ist das jetzt nicht gerade, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Ich habe einen Rucksack. Hier ist das fies. Ich kann Platz für. Ja, witzig, ne? Guck jetzt, ob ich den irgendwie holen kann.
Taxi abandoned. Ich höre den hier irgendwie links unter mir. Nehmen wir alles mit.
Damit gehen wir raus. Das war doch chillig. Das war doch chillig. So. Haben wir. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen kleinen Daumen für den Algorithmus da und unterstützt den Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich total und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.